wimmert auf dem Boden wie Schlachtopfertiere und ich wechsle das Magazin. Ich befördere dich auf die Titelseite einer Zeitungslektüre und zwar indem ich öfter nachtrete als in einer Fußballerkarriere. Und folgerichtig schlag ich deiner Frau in ihr feminines Genital und sie schreit, doch es kommt keiner zur Hilfe, denn sie hängt nur mit Lappen rum wie Reinigungspersonal. Nutze, ich hab dafür gesorgt, dass du auch neben deiner Regel innere Blutung hast, als das Wort Gnade in der Grundschule erklärt wurde, habe ich mit meinem Nachbarn gequatscht. Meine Schusswaffen, Einzelanfertigungen sorgen regelmäßig für Halbmastbeflaggungen. Ich platzier Patronen zwischen dein Augenpaar und dieser Entschluss ist nicht diskutierbar. Denn ihr habt keine eigene Persönlichkeit, was ihr könnt es nicken, als wärt ihr vor dem Traualtar. Ein Battle gegen dich gewinnt sogar ein Taubstummer, sogar ein Embryo in einer nicht funktionierenden Gebärmutter. Ey, dein Rap ist wie mein Sperma, denn es ist nicht das Gelbe vom Ei. Nutze deine Arbeit, führt zu etwas Hartem wie Eisengießerei. Ich als Profikiller erhalte täglich ein immenses Honorar und komplexe Aufträge, die Diskretion erfordern. Doch mein anerkanntes Schusswaffenzertifikat sorgt jedes Mal für ein erhebliches Blutbad als Schlussresultat. Das ist die Arbeit eines Killers im Weltformat. Ey, ich bin euch schlicht überlegen und ihr gebt nach wie Klügere. Und dennoch kriegt ihr Tritte in den Bauch, so wie Hochschwangere. Ich komm zu Besuch und kidnappe deine Tochter. Und nach diversen Experimenten mit meinen Folterinstrumenten schaut sie weißem Licht entgegen wie Zahnarztpatienten. Und sie schreit, doch sie hat's verdient. Sie hätte niemals irgendwas erreicht, was ihr verurteilt Lebenslauf beweist. Ich bin umgezogen und beschimpfe deine Mutter, als wär ich ein Teilnehmer bei türkischen Krawallen. Und mein Plastikpferd gibt dir einen Kuss und du hast mehr blaue Flecke als Blaupunkt-Lagerhallen. Dein zerfickter Sohn wohnt in Containern, kein Wunder, du lässt Müll rum wie Computerprogrammierer. Passt auf euch auf, denn meine Polska-Achsen sind an jedem Wochenende Hobby-Randalierer.